Der nächste Schalker Neuanfang nimmt Fahrt auf und hat jetzt auch die entsprechenden Gesichter. Wäre da zum einen der neue Coach Dimitrios Gramotzis. Der wirkte zwar heute etwas nervös, aber vor allem auch sympathisch und voller Tatendrang. Auf dem Trainingsplatz gab er lautstarke Anweisungen, dirigierte seine Mannschaft und suchte immer wieder das Gespräch mit den Spielern. Auf der Pressekonferenz zuvor konnte er schon bei den Fans punkten, als er gefragt wurde, warum er sich denn trotz zwei Absagen von Königsblau jetzt trotzdem für die Ehe mit S04 entschieden hat. Ja, wichtig ist, dass man dranbleibt, wenn man von der Braut überzeugt ist. Und da kann es vielleicht auch 3- und 4-mal dauern. Aber ich denke, dass die Liebe zu einem Verein oder das Gefühl, was man entwickelt für einen Verein, keine Irritationen hervorruft, sondern ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, immer wenn es nicht geklappt hat, hat mich das irgendwie noch mehr positiv angestachelt, vielleicht irgendwann mal dieses Ziel zu erreichen. Und der letzte Kick, den ich einfach bekommen habe, war von Peter Knebel. Und deshalb kann man sagen, ja, hat er die Braut zum Mann gebracht. Knebel also so etwas wie der königsblaue Heiratsvermittler. Und auch er konnte heute einige Sympathien sammeln, denn man nahm ihm ab, wie viel ihm an dieser Aufgabe hier auf Schalke liegt. Und das ja, obwohl er noch nicht weiß, wie lange er hier auf Schalke die sportliche Verantwortung hat. Ich kann Ihnen sagen, was ich weiß. Und ich weiß, dass ich bis auf Weiteres die sportliche Gesamtverantwortung habe. Ich glaube, das, was am meisten hilft, ist gute Leistung jeden Tag. In jeder Trainingseinheit, für mich, in jedem Telefongespräch, in jeder Begegnung. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Denn für mich gilt in erster Linie die Freude auf das Jetzt und nicht unbedingt der Wunsch vom Morgen. Und wie Knebel kennt sich ja der neue Trainer hier in der Gegend und im Ruhrgebiet aus. Er war Trainer in Bochum und weiß dementsprechend, was die Fans hier im Ruhrgebiet von ihm und von seiner Mannschaft verlangen. Man muss ja als Trainer erstmal sehen, zu welchem Verein man kommt und was dieser Verein eigentlich verkörpert, was dieser Verein eigentlich ist. Und dazu gehört natürlich auch die Geschichte und auch die Art und Weise, wie diese Leute auch dem Verein leben. Und es ist natürlich klar, dass Schalke nicht gerade erst der Tiki-Taka-Club ist, sondern ich glaube, dass hier harte Arbeit und Zusammenhalt und miteinander ja, Gas geben, glaube ich, in vorderster Linie steht. Und ich denke, das ist etwas, was man immer den Jungs vermitteln kann. Alles probieren, kämpfen und malochen, um diesem Verein und dieser Mannschaft wieder ein Gesicht zu geben. Knebel und Gramotzis Aufgabe ist alles andere als leicht. Aber der erste Tag der beiden neuen Schalker Protagonisten macht Hoffnung, dass die beiden den Verein Schalke 04 verstanden haben. Und das wäre hier auf Schalke ja schon ein Fortschritt.